Moin. Guten Morgen. Ich war schon duschen, diesmal nicht im Wohnmobil, da wir direkt neben dem Sanitär stehen. Ich nicht. Habe ich gedacht, spring ich da mal eben unter die Dusche. Und egal, was für ein Wetter ist, ich will hier mit der Brandung im Hintergrund, zumindest in den Ohren, draußen frühstücken. Wir haben auch schon den Tisch gedeckt. Und der Plan für heute ist, gleich geht es, soweit wir mit über 3,5 Tonnen an die Küste entlang fahren können, Richtung Kap Frehel. Ich kann es nicht aussprechen. Ich werde gleich noch mal googeln, wie es sich ausspricht. Und jetzt warten wir auf die Brötchen, die in der Omnia brutzeln. Wir sind hier auf keinem Campertreffen. Unsere Fahrt geht weiter und wir sind beim Lidl gelandet, wie viele andere Wohnmobile auch, um Vorräte aufzufüllen. Also von daher habe ich Alfred mal wieder einkaufen geschickt, was er auch zu Hause macht. Und ich halte hier die Stellung. Abstecher von der Hauptstraße nach Saint-Jacques-de-la-Mer. Hier geht es auch nicht weiter, das ist eine Landspitze. Leider sind aber alle Fahrstraßen rechts und links für Wohnmobile gesperrt. Wir fahren einmal hier durch und gucken. Hier gibt es auch einen schönen Wohnmobilstellplatz, haben wir eben gesehen. Ich glaube, der liegt sogar direkt am Wasser. Aber das, was wir uns angucken wollten, kommen wir jetzt nicht hin. Wir finden nämlich hier leider auch keinen Parkplatz und dürfen hier gerade ausfahren. Und gleich ist die Straße zu Ende und da dürfen wir uns drehen. Hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Ja, also ich sag mal, Kollegen haben hier wohl sich schon hingestellt. Das ist witzig, ne? Apropos hingestellt. In Pont Blanc haben wir die gleichen Leute getroffen wie in Saint-Malo auf dem Platz. Beim Lidl haben wir uns dann alle auch noch mal wieder getroffen und hier ist Lands End, da geht nichts mies. Ich gehe wandern, Alfred hat nämlich hier an der Straße geparkt und ich kann mir jetzt da hinten den Strand angucken. Und Alfred macht euch ein feines Video, guckt. Tschüss. Ciao, ciao. Das Städtchen oder das Örtchen selber bietet nicht allzu viel. Besteht überwiegend aus Feriendomizilen, aber hier soll es einen tollen Strand geben. Und was habe ich gemacht? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich kann euch nicht zeigen, ich bin auch noch zu klein. Also von daher hoffe ich, dass ich da unten irgendwie da vorne runterkomme, sonst muss ich wieder zurückgehen. Müsste aber leider mitgehen, habt ihr Pech gehabt. Und ich glaube, Segeln gehört hier zum Schulsport.
So richtig romantisch. Alfred hat auch jetzt Romantik, der hat seine Ruhe. Die kleine Wanderung ist beendet. War ganz schön zügig da vorne, aber es hat sich gelohnt. Die Sonne hat sich gefreut und ist rausgekommen. Also musste ich bis auf die Spitze gehen, sie grüßen und da war sie dann da. Und es ist direkt gefühlt 5 Grad wärmer. Achso, jetzt habe ich gar nicht gesagt, wo es hingeht, ne? Wir wollten Richtung Saint-Gas-le-Guildo oder so. Also wie gesagt, wir blenden euch in den Orten ansonsten vielleicht besser die Namen ein, als ihr die Tour mal nachfahren wollt. Hier ist es wieder schön. Wir stehen in, ich glaube, Clevignon oder so ähnlich. Kurz vor dem Cap Ferret. Wir fahren jetzt mit dem Rad zum Leuchtturm rüber. Richtig schöne Landschaft. Also, boah, richtig schön. Und am schönsten ist, wir machen euch wieder ein Stellplatzvideo. Ist ein Platz mit nicht allzu viel Komfort, aber 3 Euro mit Kurtaxe, 3,50 Euro. Sind 3 Kilometer bis zum Leuchtturm und 4,5 bis zum, genau, da steht's, bis zum Vor. Knuffeliges, kleines, altes Örtchen, also optimal. Du kannst auch mit dem Wohnmobil an die jeweiligen Parkplätze ranfahren von den Sehenswürdigkeiten, aber da musst du um 20 Uhr verschwunden sein. Also von daher, ab aufs Rad. Wir gehen zum Leuchtturm, nachdem wir wieder ein Pläuschen gehalten haben. Unsere Nachbarn sind nämlich auch hier unsere Nachbarn mit den Fahrrädern. Guck mal, hier ist rundherum Wasser. Betty, happy!
Wir sind hier am Möwenfelsen und das Weiße da ist kein Kalk, das ist Kaka, so wie hier. Und jetzt mal aus der anderen Richtung. Da hinten ist der Leuchtturm. Und da ist die Betty. Ja. Hey, wir sind noch nicht einmal. Ich will jetzt knipsen, aber die ist zu klein, die sieht nichts. Wir sind noch nicht einmal essen gegangen. Ich hatte mir vorher noch dafür Austern oder irgendwie sowas mal essen gehen. Muscheln, was ich alles essen gehen wollte. Ja, nichts. Also ich krieg hier nichts zu essen. Selbst aus dem Aldi bringt mein Mann mir. Nur ein paar Pilze und was Seife mit. Ja, ich hatte im Aldi, war. Ach, im Lidl. Da habe ich aber auch nicht mehr gekriegt. Leckerchen hier habe ich es nicht. Ich habe gesagt, mach einen Einkaufszettel. Habe ich ja. Und Frischkäse hast du vergessen. Ich stand auch noch auf dem Einkaufszettel. Ja, ich, okay, okay. Ich muss gucken. Ich habe hier Schweigeminuten, Stunden. Kann ich bestätigen. So ruhig wird schon lange nicht mehr. Bonjour, Madame. Très bien? Ne, Quatsch, verstehe gar nichts hier. Merci, merci. Merci ist immer gut. Ferrero. Ja, kurz auf ein Küsschen. Guten Morgen. Die Nacht hat es immer wieder mal genieselt. Ich war gerade draußen, das war ein Fehler, seitdem regnet es. Wir stehen hier, wo stehen wir hier? Im Plévenon oder Plévenon. Und auf dem Kap Frey wollten euch gleich noch ein Platzvideo machen zu diesem Stellplatz, der absolut mega günstig ist. Und dann doch bestimmt eine Premiere. Ja, wir werden es in Riemen schon machen müssen. Und dann zum Vorlatte, da heißt anders, aber La Latte wird es geschrieben. Und dann weiter Richtung, ich muss gucken, ich in Richtung Pleneuf, Val André und dann nach Saint-Briac-sur-Mar. Mal gucken, ob wir das Endziel erreichen. In Sur-Mar gibt's, also in Briac gibt es wohl nur einen Campingplatz, so wie ich das jetzt gesehen habe, aber ich habe nicht alle Apps geguckt. Liegt auch in der Stadt, aber die Stadt lockt mich mit ihren ganzen Fachwerkhäusern. Und dann ist es nicht weit mehr bis Pierre-en-Boule zur Abtei Beaufort. Die will ich auf jeden Fall. Da ist auch der Stellplatz direkt. Aber das wären ja schon wieder 2-3 Nächte. Wir kommen nicht voran, ne? Also ich glaube, also egal was ist, die Granitküste will ich noch, die rosa Granitküste will ich noch sehen. Der Rest machen wir dann in der nächsten Tour, glaube ich, eher. Also meine Frau braucht Urlaubsverlängerung. Ich glaube, das ist das Einzige, was nie aufgehen wird. Ja. Genau. Und wenn du hier Leute triffst, in unserem Alter wohl bemerkt, ach, wie lange fahrt ihr? 6 oder 8 Wochen? Wir sind schon 8 Wochen unterwegs. Ich hasse sie. Nein, ich gönne es euch. Aber
Wisst ihr, wie scheiße das ist, wenn man nach 2 Wochen wieder nach Hause muss, eigentlich ja schon vorher, weil wir 2 Tage zurückfahren? Das ist kein Camperleben. Das ist ein Camperchenleben. Ja. Und komischerweise hier auf dem Platz, die Deutschen sind in der Mehrheit. Alles vertreten. Und unwahrscheinlich viele Schotten haben wir hier schon kennengelernt. Niederländer eben ist auch einer. Ja, ob der jetzt aus Schottland kommt oder. Nee, aber mit Schotten habe ich jetzt schon öfters gesprochen. Aus Großbritannien auf jeden Fall hat der UK dran. Ist das auf der verkehrten Seite von uns gesehen. Jetzt frühstücken wir erstmal und dann gucken wir mal, ob wir ins Vorhinein reingehen. Das wird alles wieder schon so spät, das ist ja alles machbar. Wenn man nicht die Zeit noch hätte, die wir für die Stellplatzvideos aufwenden und ich nicht bis 9 Uhr geschlafen hätte. Also eigentlich bin ich jetzt selber schuld. Oder ob ich nur bis vorne ranlaufe, sage, tolles Bauwerk und wieder zurück. Guck mal, hängt vom Wetter ab. Okay, jetzt gui. Sonst ist der Stellplatz schon wieder voll, bevor wir ihn filmen können. Also da sind wir gestern mit dem Fahrrad gefahren. Da hinten steht ein Bagger. Ich weiß, warum gesperrt ist. Die machen einen Grünschnitt. Also hinter uns ist ein Auto, muss aufpassen. Die schneiden die Bäume hier am Straßenrand und mähen das Gras. Die Jungs waren nämlich gestern schon hier. Hier siehst du das ja. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die kleine Straße da hinten überhaupt fahren dürfen, ob wir überhaupt zum Vorkommen. Das ist die einzige Straße, die du nämlich mit über 3,5 Tonnen dahin fahren darfst. Das sind ja jetzt Schnuckelhäuschen hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das müssen wir ja auch wieder zurück. Und wenn uns jetzt noch ein Wohnmobil entgegenkommt, uiuiui. Was habe ich gesagt? Der Köter. Das ist eine Beschwörung. Ja. Also, vielleicht sind die ja fertig, bis wir zurückfahren. Die schneiden doch nur da unten ein bisschen Gras. Wir haben ja gesehen, dass die Jungs hier ziemlich flink sind. Jungs, beeilt euch, wenn wir gleich zurückkommen, ne? Damit wir nicht mehr da rumgehen. Bald seid ihr denn? Hm, dauert noch was. Die haben noch gar nicht angefangen. Die Mittagspause. Der Bagger ist nämlich weg. Okay, ich höre mal auf. Da ist nämlich auch schon der Parkplatz. Bestens ausgestattet. Laufe ich jetzt durch den Regen, mal durch den Park. Alfred bleibt im Wohnmobil. Und wir haben beschlossen, nicht reinzugehen. Wir haben schon kurz vor 12. Aber das muss ich euch zeigen. Diese Hobbithäuschen steht eindeutig drauf, was es ist. Das sind die Toiletten. Das ist richtig niedlich. Und vor allem stehen die auf Brückchen. Ist das nicht cool? So, los geht's. Tja, außer einer nassen Betty hat das für euch jetzt nichts gegeben. Wäre ich gestern 2 Schritte weitergegangen, ich Schlaumeier, hätte ich nämlich gesehen, dass jegliche Foto- und Filmaufnahmen auf dem gesamten Gelände zur kommerziellen Nutzung und für Social Media verboten sind. Und da wir ja Gewerbe angemeldet haben für YouTube, was man ja muss, ab da, wo man monetarisiert wird, heißt das, es könnte dürr werden, wenn ich euch da ein Foto zeige. Es gibt aber auch, wenn euch das Schloss interessiert, mehrere Videos dazu, die auch vom Schloss selber, es ist komplett im Privatbesitz, online sind. Also da schaut dann gerne rein. Ich bin wieder zurückgegangen. Es hätte jetzt Sinn gemacht, der Anblick war auch nicht so toll, weil alles nebelverhangen war. Es hat schon Bock gemacht, da reinzugehen, aber ich hätte Alfred den Berg da weder rauf noch runter bekommen mit seiner Schädigung. Was eine Schädigung, mein Schatz? Ja, wenn ich hab dich. Das ist auch eine Schädigung. Da gibt es Entschädigung für. Und noch mal kurz den Blick für euch. Die Fenster sind nicht beschlagen. Da vorne ist der Leuchtturm. Seht ihr ihn? Ich auch nicht. Und wir fahren jetzt weiter, wie geplant, nach Villeneuve, weil André und sind ganz frohe Dinge. Wenn es schon regnet, dann laufe ich lieber mal durch eine City. Ich möchte Käse kaufen.
Oh, Alfred grinst schon, weil er weiß, bei Käse gibt es auch Salami dazu. Ne? Mhm. Das Dumme ist, dass hier der Markt, egal wo du bist, gestern sind wir auch durch so ein kleines Kaff gefahren, um 12 Uhr ist da Schicht, ne? Da kannst du bitte, bitte machen. Da ist Schicht, die haben abgebaut. Und da wir meistens ja vorher noch die Platzvideos machen und ich auch es langsam schaffe, länger zu schlafen, ist das immer ein Markt ohne uns. Aber guckt mal, Nebel, so fuck. Wie seht ihr nichts? In dem Nebel hier kommt dir nichts entgegen, außer Wohnmobile. Vorne ist noch der Parkplatz vom Kap Ferrell, vom Leuchtturm. Darfst du mit dem Wohnmobil von 8 bis 20 Uhr stehen? Parken kostet aber Gebühr. Hinten am Schloss, für die, die es interessiert, darfst du auch von 8 bis 20 Uhr stehen und der Parkplatz ist auch kostenfrei. So, genau. Der fährt hier zum Leuchtturm und wir fahren... Gegen anderslautenden Behauptungen, du darfst auf beiden Parkplätzen nicht übernachten. Das ist alles Begrenzung. Ne? Du kannst mit dem Wohnmobil leider nirgendwo parken. Vielleicht finden wir mal eine Ecke, dass wir mal aussteigen können. Das hat nichts gegeben, dass wir hier aussteigen. Es war kein Platz mehr frei. Straßen liegt Alfred ganz besonders an mir. Ja, das vor allen Dingen, wenn es auf einer Seite steil runterhält. Ja, hier geht es ja nicht steil runter. Dann hält man doch vor die Bubble. Neid hat uns hier auf diesen Wohnmobilparkplatz gelotst. Mit Meerblick, das freudige Schild für Wohnmobile zu jeglicher Uhrzeit verboten, haben wir jetzt nicht gerade freundlich begrüßt. Alfred steht hier auf einem Busstreifen und ich laufe zumindest mal bis vorne am Strand und guck mal, weil von da wären wir sowieso jetzt nicht in den Ort gekommen. Also ich glaube, Plenef, weil André, können wir knicken. Und bis zum Zentrum wären wir auch nicht gekommen von hier. Also von daher haben wir uns irgendwie in die falsche Richtung katapultiert. Ich meine, echt schön hier. Und das wäre wirklich ein Spot, dürfte man mit dem Wohnmobil hier stehen. Aber da oben steht für Wohnmobile verboten. Da sind zwei Busbuchten, wo wir jetzt stehen. Da hängt aber ein Ast etwas lose, baumelig runter. Also sind wir da jetzt direkt wieder verschwunden. Müssen wir dann leider auf diese Art machen. Wohnmobil parken ist hier nicht so einfach. Und es bleibt im Grunde nur der Stellplatz übrig. Die gehen nicht schwimmen, die gehen auch Wasser wandern. Das scheint hier ein Volkssport zu sein, Wasserwalking. Ne? Ich lasse euch das mal hier mit einigen Sequenzen durchlaufen. Ich werde auch nicht viel sagen. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find some.
definitiv ein Tipp, hier den Stellplatz aufzusuchen, wenn man hier in der Gegend noch nicht war. Und die rechts und links liegenden Ziele schon kennt. Wir nähern uns dem Campingplatz in Saint-Briac-sur-Mer. Ob wir was bekommen, wissen wir noch nicht. Sieht jetzt nicht nach Campingplatz und Altstadt aus, oder? Wir waren so enttäuscht von dem Drumherum, wo auch der Campingplatz lag und dann auch vor allem von dem Preis für die Lage und das Ganze. Wir haben Briac oder versuchen gerade Briac den Rücken zu kehren. Ich liebe Fachwerkhäuser, ich liebe echt Altstädte ohne Ende, aber da tut es gar nicht. Wir fahren jetzt nach Binic, haben 14 Kilometer, dann sind wir an der Gulo-Küste und morgen soll in Binic ein toller Markt sein. Das machen wir jetzt einfach. Ich meine, das sieht ja echt toll aus, ne? Da bin ich ganz bei euch. Das ist hier wieder, was mir gefällt. Da ein Stellplatz, bleibe stehen. Kein Thema. Da sind wir schon in Binic und jo. Das sieht so aus, wenn der Campingplatz mich jetzt nicht von der Socken haut oder voll ist, als wenn ich heute Abend noch Fisch bekomme. Ich hab Stress. Wir stehen doch jetzt gut. Ich hab Stress, ich muss Videos von Well hochladen. Ja, lad ein Video von Well hoch, ich muss laufen. Nach unserer Irrfahrt durch Saint-Briac-sur-la-Mer haben wir die Richtung ja Richtung Binic und haben hier ein traumhaftes Fleckchen gefunden. Guckt mal. Der Platz ist nicht allzu groß. Dazu machen wir euch wieder, wie bekannt, ein separates Stellplatzvideo und erklären euch alles im Detail. Ich werde jetzt da in das Dunkle laufen. Du bist in 134 Stufen, die hinten zum Küstenweg gehören. Bist du nämlich unten im Örtchen und im Hafen und am Strand. Ich nehme euch mal mit und die Regenjacke nehme ich auch wieder mit. Besser ist heute schon. Eben als die Sonne schien, war das Wasser richtig türkis und smaragdgrün. Laut der netten Dame an der Rezeption soll morgen das Wetter besser werden. Und wir bleiben auf jeden Fall 2 Nächte. Mit der Option auf 3 hier. Ich habe nämlich echt das Bedürfnis, nach dem Tag heute nichts zu tun. Direkt dann runter zum Küstenweg, dem GR34. Da seid ihr ja schon einige Talabschnitte mit mir gelaufen. Und jetzt laufen wir das hier Richtung Hafen. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder.
How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Betty an Bord. Wolke an bei. Macht nichts. Die Laune ist wieder da. Und wir gehen weiter. Was soll ich sagen? Wir haben alles richtig gemacht. Mein Strand, mein Haus, meine Träume. Also so schlimm sind die Stufen hier gar nicht. Nochmal so viel und das war's schon. So, von daher können wir hier, Alfred, vielleicht doch noch runter. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. Richtig süß sind diese Umkleidehäuschen. Gibt es hinten auch noch welche? Das sieht richtig niedlich aus.